Folgendes sind Auszüge eines Audiologs von Farron York, Kapitän des Raumfahrzeugs SS Indigo. Die Logs wurden während der Bergung des Schiffes gefunden, nachdem mehrere Notrufe gesendet wurden. Es wurde keine Besatzung an Bord gefunden. Erddatum 26.04.2257. Wir wurden heute Nachmittag von einer Art Sturm erfasst. Die Strahlenbelastung hat sofort eine neue Rekordhöhe erreicht, aber wir konnten uns schnell aus einem Radius bewegen. Meine Mannschaft hat mir versichert, dass es keine bleibenden Schäden am Schiff oder an der Besatzung gegeben hat. Erddatum 27.04.2257. Es gibt schon wieder Probleme mit der Ausrüstung. Ich schwöre, die Ingenieure auf diesem Schiff können nicht einmal ihren Arsch von ihrem Ellbogen unterscheiden. Diesmal sind das die Geigerzähler, die verrückt spielen. Geräte auf dem ganzen Schiff gingen los, als ein paar Besatzungsmitglieder an ihnen vorbeiliefen. Ich habe den Chefingenieur Andrei Sobchak damit beauftragt. Dieses Problem hat nun höchste Priorität. Wir brauchen diese Dinger funktionsfähig, verdammt nochmal. Erddatum 29.04.2257. Sobchak ist absolut überfragt mit den Geigerzählern. Und noch schlimmer, die Dinger gehen nun praktisch ununterbrochen los. Langsam bin ich echt am Ende mit diesen ganzen gottverdammten Problemen. Kann denn nichts auf dieser Scheißerkundungsmission funktionieren? Erddatum 30.04.2257. Ein Großteil der Besatzung ist krank. Blasen und Rötungen auf der Haut, gepaart mit Erbrechen und Durchfall. Dieser Upchurch aus dem Ärzteteam meint, es sei nicht mehr als eine Strahlenvergiftung, eine Nachwirkung des Sturms von vor ein paar Tagen. Er hat der gesamten Besatzung Medikamente verschrieben, was sie innerhalb von wenigen Tagen wieder auf Vordermann bringen sollte. Erddatum 1.05.2257. Jesus Christus, ich wurde von Sobchak in der Dusche attackiert, hat mir voll eine gewischt und mich am Boden festgehalten. Seine Hände haben meine Haut verbrannt und sofort haben sich Blasen gebildet, wo er mich berührt hat. Zuerst dachte ich, er wolle mich vergewaltigen, aber dann sind diese blutigen Würmer aus seinem Mund geströmt und über meine nackte Haut gekrochen. Ich schaffte es, ihn abzuwehren und suche momentan in meinem Quartier Zuflucht. Hoffentlich hat er mich nicht angesteckt mit was auch immer das für ein Scheiß war. Erddatum 2.05.2257. Die Geigerzähler waren nicht kaputt. Sie haben bloß auf die hochverstrahlten Würmer reagiert, die nun meine ganze Besatzung befallen. Ich habe mich selbst mehrfach untersucht, aber auf mich reagieren die Geigerzähler nicht. Gott sei Dank habe ich es rechtzeitig bemerkt. Die Besatzung wurde unglaublich aggressiv und brutal und tötete einander. Bisher habe ich es geschafft, mich vor ihnen zu verstecken und werfe ihre Leichen aus den Schleusen, um die Würmer von dem Schiff zu kriegen. Notrufe wurden an 4 Schiffe gesendet, die ebenfalls das Sonnensystem erkunden. Erddatum 3.05.2257. Ich bin der letzte Mann an Bord. Alle anderen Besatzungsmitglieder wurden infiziert und vom Schiff entfernt. Ich bin hinüber zur Krankenstation gegangen, um etwas gegen meine Übelkeit zu tun, aber die Vorräte wurden fast vollständig aufgebraucht. Ich saß dort einige Stunden, blutverschmiert und übersät von Kampfwunden. Aber ich bin am Leben, trotz des Grauens, was ich mitgemacht habe. Erddatum 4.05.2257. Die Geigerzähler. Sie knistern, wenn ich an ihnen vorbeilaufe.